Liebe Familien, liebe Kinder, heute hören wir die Rede des Esels von Bethlehem an das Jesuskind. Jesus, Maria und Josef, oh, Entschuldigung, Herr, ich wollte dich und deine Eltern nicht beleidigen. Was bin ich doch für ein Esel, Herr Gottchen nochmal, du heiliger Strohsack, nochmals Entschuldigung, ich bin ganz durcheinander. Ja, ich habe es einfach nicht geblickt. Wie du siehst, schlackere ich jetzt mit der ganzen Länge meiner Ohren. Es ist ja auch nicht so leicht zu verstehen, was hier passiert ist. Und zwar nicht nur für ein Eselhirn. Hier, in meinem Stall, noch dazu in meiner Futterkrippe, hätte ich dich, weiß Gott, nicht vermutet. Wie hätte ich auch darauf kommen sollen? Zuerst habe ich ziemlich gehuft, weil ein paar Hungerleider mir und dem Ochsen den Platz im eh schon zu engen Stall streitig machen. Und dann hat man dich sogar mit in meine Futterkrippe gelegt. Seit Stunden komme ich nicht mehr an mein Fressen heran. Das hat mir ziemliches Bauchgrimmen bereitet. Kannst du dir vorstellen, wie das ist? Als ob man deiner Mutter eine Giftschlange vor die Vorratskammer legen würde und sie käme nicht mehr an Mehl und Milch. Entschuldige bitte den Vergleich mit der Schlange, aber mir fiel nichts Besseres ein. Mir fällt meist nichts Gescheites ein. Und oft kann ich mir nicht mal meine eigenen Eselsbrücken merken. Aber gut, da du es bist, will ich meinen Hunger ertragen. Allerdings, wenn du schon mal hier bist, kann ich es mir kaum verkneifen, dir ein paar Fragen zu stellen. Verzeih, dass ich so vorlaut bin, aber ich bin nun mal ein Esel ohne höhere Bildung und Verstand und muss jetzt einfach losreden. Was habt ihr euch da oben eigentlich gedacht, als ihr diese Welt geschaffen habt? Habt ihr euch einen Spaß erlaubt? Mir jedenfalls kommt es oft so vor, als ob ihr mich zum Gespött der Leute erschaffen hättet. Schüttle jetzt nicht den Kopf, schau mich einfach nur an. Und? Soll das eine Meisterleistung sein? Ein Kunstwerk? Eine armselige Kreatur bin ich. Zum Beispiel die Proportionen. Dabei habt ihr auch Geschöpfe von fast vollendeter Schönheit ersonnen. Ich schiele auf jedes Pferd, dem ich begegne. Gelb vor Neid könnte ich da werden. So viel Eleganz und Anmut. Habt ihr den Esel vielleicht geschaffen, damit das Pferd noch mehr hervorsticht und seine Schönheit umso brillanter zum Vorschein kommt? Schau dir nur mal meine Ohren an. Wie oft werde ich gefragt, warum man mir die Ohren so lange gezogen hat. Eselsohren. Ein spöttischer Ausdruck der Menschen, wenn die Schulkinder ihre Hefte schlampig behandeln und die Ecken der einzelnen Blätter dann hässlich abstehen. Und noch etwas muss ich dich fragen. Hattet ihr wirklich keine Farbe mehr in euren Töpfen? Rotkehlchen, Blaumeisen, Grünfink, Goldammer, Buntspecht. Alle haben Farben bekommen. Nur ich bin grau in grau geblieben. Und wie oft wird mir dem Grauen der Schöpfung übel mitgespielt. Mit grauer Farbe wurde bei mir weiß der Himmel nicht gespart, dafür jedoch bei den grauen Zellen. Warum wurden wir Esel so einfältig und begriffsstutzig erschaffen? Steckt vielleicht eine gemeine List dahinter? Dass wir einfach so blöd sind, damit man uns alle möglichen Lasten aufladen kann? Wenn wir dann wenigstens ein sanftes Wesen hätten. Aber nein, wir können so stur sein, so sprichwörtlich störrisch und bekommen dafür eine Tracht Prügel. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Am schlimmsten aber ist die Stimme. Wenn ich daran denke,
wie wunderbar die Nachtigall singen kann. Mich aber verspottet man, wenn ich tagsüber die Stimme erhebe. Den Gesang der Mittagsnachtigall, so nennen die Menschen mein I-A-Ächzen und halten sich den Bauch vor Lachen. Mir ist nicht zum Lachen zumute. Nein, es ist wirklich nicht schön. Ich muss es einfach mal loswerden, Herr. Uns Esel hast du wahrhaft nicht wunderbar erschaffen, ehrlich, Herr. Doch, wie du mich jetzt so anlächelst, mir wird ganz warm ums Herz. Kein verächtliches Lachen, wie ich es oft ertragen muss. Nein, ein Lächeln, das mich ganz leicht und gelöst werden lässt. Vielleicht mache ich mir zu viel Gedanken wegen meines Aussehens und meiner Stimme. Vielleicht genügt es ja, dass ich dir gefalle mit meinen überlangen Ohren, der entsetzlichen Stimme, dem sturen Charakter. O Herr, das wäre einfach wunderbar. Das wäre wie Weihnachten. Was blinzelst du mir dazu? Einer von meiner Rasse wird dir als Reittier dienen. Kein stolzes Pferd, kein hoheitliches Dromedar und kein bis an die Stoßzähne bewaffneter Kriegselefant. Als der Messias willst du auf einem Esel in Jerusalem einziehen, wo doch sonst nur die Armen, die Frauen und Kinder auf einem Esel reiten. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oder vielleicht doch? Du willst dir nicht hoch zu Ross die Menschen gefügig machen, sondern du suchst ihre Freundschaft. Klein willst du dich machen, damit die Kleinen zu dir kommen können. Wehrlos kommst du den Menschen entgegen, damit niemand Angst vor dir zu haben braucht. Allmächtiger Gott, das kann ich wirklich kaum verstehen. Aber kann man deine Liebe überhaupt begreifen? Aus Liebe verzichtest du auf Macht, damit sich die Menschen dir aus Freundschaft, aus Zuneigung, aus innerer Überzeugung anschließen können. Jetzt dämmert mir langsam, warum du hier in meiner Futterstelle liegst und nicht auf einem goldenen Kissen in der waffenstarrenden Burg des Herodes. Ein Esel wird dich nach Jerusalem tragen. Ach Herr, das entschädigt für alles. Wir sind wirklich nicht schön von Gestalt und taugen auch nicht für den Kriegsdienst. Als Reittier für einen Friedensboten aber, dafür sind wir genau die Richtigen. So langsam ahne ich, dass du dir bei unserer Erschaffung doch etwas gedacht hast. Ach Herr, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich jetzt bin. Du liegst in meinem Futtertrog. Und mein Hunger danach, anerkannt und geliebt zu sein, ist gestillt. Nur noch eine letzte Frage. Was ist denn mit dem blöden Ochsen da? Verdammt nochmal, wie trifft mich jetzt dein Blick? Ja, ich verstehe. Auch der Ochse ist dein Geschöpf. Das hatte ich, Esel, schon wieder völlig vergessen.